Wir glauben immer, jeder würde die Dinge genauso sehen wie wir selbst. Naja, und so sind die Missverständnisse vorprogrammiert. Denn jeder hat seine eigene Wirklichkeit im Kopf. Und die ist genauso wahr wie die Wirklichkeit des Partners oder die eines jeden anderen Menschen. Das gilt es anzuerkennen. Denken Sie daran, wenn Sie mit Ihrem Partner uneins sind. Akzeptieren Sie andere Sichtweisen, lernen Sie voneinander und ergänzen Sie sich. Wir haben ein Pärchen, das Ihnen einige sichere und weit verbreitete Methoden vor Augen führt, wie man seine Liebesbeziehung garantiert kaputt kriegt. Das ist lieb, dass du mir diesen Ring schenkst. Das wurde ja höchste Zeit, Knauser. Es gibt auch andere Männer. Den schenke ich dir von ganzem Herzen. Jetzt habe ich dich. Jetzt musst du nur noch für mich da sein. Sag mal, wie sieht's denn nun aus? Du kommst doch am Wochenende mit zu meiner kranken Mutter, oder? Ein typischer Fall von bedingter Liebe. Die Liebe ist geknüpft an das Wort wenn. Wenn du so bist, wie ich dich haben will, dann liebe ich dich. Das heißt, erst wenn du meinen Vorstellungen entsprichst, dann liebe ich dich. Viele Enttäuschungen in der Liebe erleben wir aber auch deshalb, weil unsere Erwartungen nicht erfüllt werden. Ich liebe dich. Er ist so süß. Er und ich in einem schönen Häuschen, Hund und Kinder. Endlich der Richtige. Ich liebe dich auch. Dich kriege ich heute noch ins Bett. Damit wir uns richtig verstehen, natürlich hat jeder Mensch Erwartungen und Wünsche und es gibt viele Gründe, um in einer Beziehung zu sein. Aber es gibt immer einen Hauptgrund und der erzeugt in unserem Unterbewusstsein ständig Erwartungen, mit denen wir den anderen oft überfordern. Nicht selten trennt ein Paar sich dann, wenn einer von beiden die Hoffnung aufgegeben hat, dass das Hauptanliegen, dessen wegen er die Beziehung eingegangen ist, noch erfüllt wird. Aber es gibt keine Beziehung ohne Erwartungen. Und oftmals erwarten wir, dass der andere uns auffängt in den Bereichen, in denen wir uns selber unsicher fühlen. Ist es nicht vor allem der Wunsch, den anderen sicher haben zu wollen, weil wir glauben, ihn aus den verschiedensten Gründen zu brauchen? Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Ich kriege Zustände alleine ohne dich in dieser Riesenwohnung. Ich brauche dich doch auch. Zum Bügeln, zum Vorzeigen, fürs Bett. Wenn dir wüsste, was ich ohne sie für ein Loser bin. Verschmelzung in der Liebe, das Einswerden zweier Menschen, ist das Ideal, der Höhepunkt der Liebe. Und das kann es auch sein, aber immer nur kurzzeitig. Der Wunsch nach dauerhafter Verschmelzung hat es an sich, dass die Partner ihre Konturen aufgeben und sich den anderen einverleiben wollen mit Haut und Haar. Und das geht nicht gut. Es geht also darum, trotz des Wunsches nach Nähe selbstständig zu bleiben und den anderen immer wieder loszulassen. Das gilt auch für unser nächstes Thema. Den Heiner hast du wieder getroffen. Den siehst du aber oft in letzter Zeit. Und wie war's? Dieser Idiot mit seinen aufgeblasenen Muskeln. Na, aber die Frauen stehen drauf. Vielleicht sollte ich auch mal wieder ins Fitnessstudio gehen. Wir haben uns gut unterhalten. Ein interessanter Abend. Warum regt er sich eigentlich nicht auf? Der liebt mich nicht mehr. Er findet mich nicht mehr schön. Ach Quatsch, er hat bestimmt schon wieder eine andere. Sie können nicht wirklich haben, wen Sie nicht bereit sind, nicht zu haben. Zugegeben, eine irritierende Behauptung, aber ein Satz des Arztes und Bewusstseinstrainers Ron Smotherman, über den es sich lohnt, nachzudenken. Meine Mutter hat es mal so zu mir gesagt: Nur wenn du allein sein kannst, kannst du auch zu zweit sein. Wie viel liebst du mich? So viel? Jetzt muss er lügen. Er liebt ja noch seine Ex. So viel? Immer dasselbe Spiel. Dabei liebe ich sie doch wirklich. Und warum verbringst du dann so viel Zeit mit deinen Freunden? Du sollst doch nur mich lieben und sonst niemanden. Wir wollen Liebe nur zu gern an einer Skala messen, aber Liebe ist nicht zu begrenzen. Sie ist das Einzige in unserem Leben, das sich vermehrt, je mehr wir davon hergeben.